Gehen wir wieder zusammen nach Hause? Ja, gerne. Ich bin schon umgezogen. Mensch, war das Training heute wieder anstrengend. Aber wenigstens nutzt die gute Kondition dann auch beim Wandern. Wenn ich nach der Ausbildung meinen großen Traum erfüllen kann und nach Machu Picchu hinaufwandere, kann ich das gut gebrauchen. Da will ich nämlich unbedingt mal hin. Nach Peru? Ach, darum lernst du Spanisch. Ja, mich faszinieren die uralten Ruinen, die man heute noch als Tourist besuchen kann. Und die Pyramiden. Aber ich frage mich immer wieder, wie diese alten Zivilisationen entstanden sind. Also ich meine, woher konnten die Menschen das? Und was machten sie vorher? Und ich frage mich, warum sich diese sogenannten Hochkulturen an so vielen verschiedenen Plätzen auf der Welt und unabhängig voneinander entwickelt haben. Erst tut sich Hunderttausende von Jahren die ganze Steinzeit durch nicht viel und auf einmal erfinden und bauen alle wie wild drauf los, ohne dass sie Kontakt miteinander hatten. Komisch. Aber das mit den 100.000 von Jahren meinst du bestimmt nicht ernst, so wie ich dich kenne. Nee, du hast recht. Ich finde es auch auffällig, dass viele dieser Hochkulturen Stufentürme gebaut haben. Sogar die ältesten Pyramiden hatten Stufen. Bei den Maya in Mittelamerika auch, in riesigen Anlagen. Man hat den Eindruck, dass die Erbauer sich alle noch an dasselbe Vorbild erinnern konnten. Du meinst jetzt also den Turm von Babel und dass die Turmbauer alle von dort kamen? Ja, das meine ich. Die Bibel beschreibt, dass der Turm im Land China gebaut wurde. Das ist im heutigen Irak. Dort sind die Ruinen der Stadt, die wir heute Babel nennen. Und die ältesten dieser tollen Stufentürme sind auch im Nahen Osten zu finden. Wenn man das alles auf dem Globus betrachtet, ist es ja sozusagen die Nachbarschaft. Aber woher konnten dann die Leute in Babel solche großen Türme bauen? Weil Gott die Menschen so erschaffen hat, dass sie intelligent sind und etwas erfinden können. Aber trotzdem, so einen Turm baut man ja nicht von heute auf morgen, ohne irgendein Vorwissen. Nein, das wollte ich auch nicht behaupten. Sie konnten benutzen, was die vor ihnen geschaffen hatten und selbst etwas dazu erfinden. Und sie hatten von Anfang an feste Häuser. An wen denkst du da? Zum Beispiel an die Brüder Kain und Abel. Der eine war Bauer und später baute er eine Stadt. Der andere war Viehzüchter gewesen. Und die Menschen kannten auch schon vor der Sintflut Musikinstrumente und wie man etwas aus Metall herstellt. Und woher willst du das wissen? Das steht in der Bibel, im ersten Buch Mose, ziemlich am Anfang. Das mit den Musikinstrumenten im vierten Kapitel. Aha. Und du denkst auch, dass die Menschen damals schon richtig sprechen konnten? Ja, unbedingt. Die alten Sprachen sind genauso vielfältig und gut zu benutzen wie unsere. Zwei davon heißen Akkadisch und Sumerisch. Ihre Grammatik ist sogar noch komplizierter als unsere deutsche. Aber wo kommen überhaupt die vielen Menschen her, die für so große Bauwerke nötig waren? Das müssen ja viele Tausende gewesen sein. Kein Problem. Die Bevölkerung wuchs schnell genug. Denn die Menschen waren gut ernährt, weil sie sich den besten Platz mit dem fruchtbarsten Land aussuchen konnten. Aber sie hatten doch viele Krankheiten. Nein, das wird überschätzt. In einer dünn besiedelten Landschaft lebt man gesünder. Zum Beispiel, weil das Wasser noch sauber ist. Und für ein großes Bevölkerungswachstum braucht man keine super medizinische Versorgung. Da muss man nur mal aufs heutige Afrika schauen. Das stimmt. Von 100 Personen auf 1000 reichen locker 100 Jahre, wenn in jeder Familie im Schnitt 4 Kinder überleben. Das nennt sich exponentielles Wachstum. Also, die Menschen bauten an diesen großen Turm und dann? Wollte Gott sie stoppen, weil der Bau ungehorsam war und schickte ihnen die Sprachverwirrung. Deswegen konnten sie sich nicht mehr verständigen und es gab bestimmt eine Menge Streit. Die meisten verließen damals Babel und verteilten sich auf der ganzen Erde. Manche Völker erzählten sich die alten Geschichten vom Turmbau und der Sprachverwirrung noch lange, bis die ersten Forschungsreisenden kamen und alles aufgeschrieben haben. Man findet auch eine Menge Hinweise darauf in den chinesischen Schriftzeichen. Echt jetzt? Ja. Wenn wir uns mal zu Hause treffen, kann ich es dir bei ein paar Schriftzeichen zeigen. Ja, war dann gar niemand mehr in Babel? Das weiß man nicht. Aber meine Mutter sagte mal, bestimmt sind nur die größten Sturköpfe da geblieben. Jedenfalls wurde dort bald wieder gebaut und die Hochkultur der Sumerer entstand. Die bauten also die Stufentürme im Irak, von denen du vorhin gesprochen hast? Ja, genau. Eine andere Gruppe, die frühen Ägypter, ist nicht weit weg an den Nil gezogen. Dort haben sie wieder Felder angelegt mit ihren raffinierten Bewässerungskanälen.
Und in Europa? Als die ersten Menschen von Babel in Mitteleuropa ankamen, gab es hier genug Tiere für die Jagd. Aber für Landwirtschaft war es viel zu kalt. Also zogen sie den Mammut- und Rentierherden bei den jahreszeitlichen Wanderungen hinterher und benutzten Steinwerkzeug. Große Gebäude wären gar nicht praktisch gewesen. Aber denk doch mal an die wunderschönen Höhlenzeichnungen. Das ist auch Kultur. Ja schon, aber sag mal, Clara, trotzdem, findest du das nicht ehrlich gesagt ein bisschen verrückt, in unserer Zeit noch an die ersten Kapitel der Bibel und den Turmbau und so zu glauben? Nein, warum denn? Es gibt viele gute Hinweise darauf, dass diese Erklärung vernünftig ist. Ein Beispiel. In Afrika besuchen viele Kinder aus ganz einfachen und abgelegenen Verhältnissen die Schule. Ihre Eltern sind Hirten und können gar nicht lesen und schreiben. Aber wenn die Schule gut ist und die Kinder freundlich behandelt werden, dann sind genauso viele darunter, die das Zeug dazu haben, Lehrer oder Ärztin zu werden, wie anderswo auch. Da gibt es keine Evolution des Gehirns, irgendwelche Vorstufen, nix. Alle Begabungen sind schon da und müssen nur aktiviert werden. Das kann die Evolutionstheorie nicht erklären. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Clara, wirklich, du hast ganz schön coole Ideen. Also bis morgen dann in der Schule. Hasta pronto, Clara. Ciao, Lisa.